Drop this bass. Na super. Jetzt hat er wieder so eine scheiß Motte draus. Klingt übrigens gleich an der Geburtenschlag in die Fresse. Auf die Fresse, Junge! Okay, jetzt können wir erstmal wieder weitersuchen. Oder besser gesagt, unser Kupfer da abbauen. Und den Auskristall damit nehmen, den ich gerade nicht übersehen habe. Verdammt! Dankeschön. Mitnehmen. Ach, das bringt alles Kohle. Und aber noch Kohle. Jawoll. Wir können damit auch was durchspielen. Ein Topar. Ich glaube, den haben wir schon. Ich glaube, den haben wir schon donated. Wir werden jetzt sterben. Oh, jetzt müssen wir da uns hochessen. Huiuiuiui, das war knapp. Ja, bitte. Rein damit. Alles essen jetzt hier. Ja, wir brauchen jetzt Energie. Nicht Energie, sondern eher Lebensenergie. Okay, die Früchte sind ein extrem guter Energieträger. Und jetzt heißt es erstmal hier wieder Steine klopfen. Und Leiter gefunden. Und hier rush ich jetzt wirklich durch. Außer es kommen halt viele Slimes. Und hoffentlich kommt das gleich nicht so stattmäßig. Kann es werden, wenn wir dann eine bessere Waffe haben. Wir brauchen auf jeden Fall ein besseres Schwert oder ein Knüppel oder keine Ahnung, was es hier alles so für Waffen gibt. Nur wenn nötig, klopfen. Sind wir voll? Ich dachte schon ein bisschen voll. Und da haben wir die Leiter nach unten. Gut. Wir gucken aber trotzdem erstmal da oben lang, weil da war genau das. Flupp. Wunderbar. Nee. Was hier uns noch alles entgegenkommt. Hoffentlich nichts mehr Eigentliches. Schaffen wir? Ja, wir schaffen es, Digga. Wunderbar. Schwert raus. Huiuiui. Fast voll. Okay, das heißt jetzt rübergehen, dann haben wir es geschafft, wir sind 5 Stufen runter. Doch nicht so einfach wie gedacht. Oder wir hatten einfach jetzt bloß Glück gehabt. Ich denke mal, wir hatten Glück. Definitiv, wir hatten Glück. Holla, der Waldfee. Ach, geschafft, endlich. Was kriegen wir? Ein neues Schwert. Cool. Jo. Scheiße. Lief um ein, weil
Jetzt muss ich gucken. Ja, wir können runter bis auf 20. Gut, ich dachte schon, ich habe Scheiße gebaut. Aber dem war nicht so. Cool. Dann schaffen wir das doch noch bald. Juhu. Okay, das war jetzt natürlich nicht so schön. Essen. Jetzt können wir es verticken natürlich. Ja, wir sind ja schon auf dem Weg nach Hause. Und halten sogar noch Licht. Und das können wir jetzt nicht mitnehmen, aber die können wir mitnehmen. Dann können wir noch alles schnell verticken gehen. Dann kriegen wir noch mehr Kohle. Als ohnehin schon. Dann können wir uns noch ein paar Seeds holen. Da holen wir uns tonnenweise Parsnip Seeds. So, jetzt gucken wir mal hier. Weghauen. Das Crystals kann weg. Quarz kann weg. Das kann weg. Die Karotten. Weg. Ja. Ich würde auch sagen, das war's. Und jetzt gehen wir schlafen. Ja bitte, jetzt gucken wir, wie viel Kohle wir kriegen. Forging, Axt und Treat, also ein Tether, da können wir Baumharz sammeln. Steel Mining, Pickaxe Efficiency, okay, cool. ...2800, krass. Da haben wir jetzt fast 5000. Okay, wir können uns eigentlich jetzt den Hühnerstall bauen. Ah ne, da braucht man glaube ich noch. Dann guck, da müssen wir zu der. Dafür braucht man glaube ich viel Stein noch. Stein rein. Das Holz kann rein, die Kohle kommt da oben hin. Wir gehen dann zum Schmied nochmal, machen mal die Geoden auf. So, dann gucken wir mal. Lass mal verblenden. Mal zwischendurch. Gut, das könnte ich mal offscreen machen, hier die Teile durchbrennen. Wir müssen jetzt erstmal wässern. Was haben wir hier? Eine Potato. Hatte ich bloß eine Kartoffel? Na gut, die können wir gleich wieder verticken. Crafting. Da haben wir doch. Wooden und zwei Copper Bars. Maple Oak or Pine Tree to wait. Ah, okay. Wir tun auf jeden Fall gleich mal einen. Ah, rechtsklicken und dann kriegt man nur einen. Wunderbar merken. So, da pflanzen wir den nehme ich mal. Wenn möglich. Dahin. So. Was braucht man noch? Crafting. 40 Holz. Nein. Crafting, da machen wir uns nämlich mal ein. Dankeschön. Und hauen den an den Baum, denke ich mal. Und tun den Baum fällen, damit wir ein bisschen drauf Sicht haben. Jo, sieht besser aus. So, rein theoretisch gesehen müssen wir da Baumharz herkriegen. Okay. Jetzt heißt es wieder Gießkanne und Gießen. Es sind ja nicht viel, aber wir haben was zum Gießen. Nö. Hier. Parsnips möchte ich nehmen, also was hier noch wächst, möchte ich dann zusammen verticken. Alles auf einmal. Gut, da werden wir jetzt diesen Mal keine guten Einnahmen haben. Ja, da ist jetzt doppelt und dreifach gegossen. Macht nichts. Wächst du bestimmt besser und den nicht vergessen. Gießkanne wieder auffüllen. Und in die richtige Kiste tun. Okay, Seeds. Das Schwert können wir ja eigentlich dann auch wegtun. Erstmal das und das. Hardwood.
Okay. Wer weiß, wofür wir das brauchen. Slime können wir auch verticken. Brauchen wir eh nicht. Hat hier noch was Slime-artiges? Nö, aber hier. Ja, ich habe schon auch noch ein bisschen was zum Veräußerlichen. Ach komm, nehmen wir die auch noch mit. Da kriegt man wenigstens noch ein bisschen Geld. Die Rote nicht. Das Schwert hat Speed und 2 bis 5, 4 bis 8. Und weg. Okay. Auf zum Schmied. Schmied Power. Ist ja wieder was gewachsen, ja. Ah. Noch mehr zum Verticken. Nichts gewachsen. Schade. Geode, öffne dich. Mal gucken, was wir drin haben. Vielleicht haben wir Glück, ist was Gutes drin, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ach, schlimm. Immer diese Schmiedarbeiten. Der Schmied freut sich, der kriegt Kohle von mir und ich kriege am Ende nur Mäh Zeug raus. Ich will den Pilz. Hast du nicht gesehen? Ich habe nichts gemacht. Hab nur gelullert. Lower Power, nein, natürlich nicht. Ah, doch, wir müssen da oben rein. Hallo Schmied, ich möchte gern Prozess Geode. Ui, Malachit, 3 Steine, Slate. Ein Earth Crystal. Was haben wir jetzt bekommen? Petrified Slime und Clay. Gut, ist einiges Gutes dabei. Gucken wir mal. Günni. Auf zum Günni, ja. Ich möchte mal was donaten. Donate to Museum. So. Und so, was haben wir jetzt bekommen? Was kriegen wir von dir? Collect Reward. Aha, aha. Also können wir die doch noch schnell anpflanzen. Hoffe ich mal. 12 Tage. Nein, das schaffen wir nicht mal. Die heben wir uns auf nächstes Jahr. Verdammt. Gut. Warum könnte ich jetzt den Malachit nicht? Waren 2 Malachite drinne? Ei, ei, ei. Günni, du musst uns mehr sagen. Donate to Museum. Ja, dann machen wir hier noch. Haben wir irgendwas bekommen? Ja, okay, komm. Bye, bye. So, die tun wir wieder weg. Wir gehen heute jetzt mal unten lang, vielleicht finden wir da wieder was Feines zum Mitnehmen. Ach, klebrische Finger. Oh, hier haben wir noch was. No, ich wollte am liebsten... Achso, ich wollte hier eigentlich quatschen. Ich will quatschen. Wie stehst du zu uns? 0 von 10, okay. Immer noch nicht? Okay, jetzt kommen wir. Müll. Auch nix. Schade. Oh je. Ja, das ist klar, dass es stinkt. Ich glaube, sie hören das. Nee, du kommst da nicht rein. Sorry, ich muss gerade mal was trinken hier. Ja, Günni hat einen Schlüssel wahrscheinlich. Jetzt laufen sie.
Ja, ich ging ja schon. Starker Mann geht voraus und schaut in das Rohr. Fuck. Schnell weg. Okay. Ja, hier haben wir noch was. Okay, ja. Mehr. Das sind noch mehr Bären. Die tun wir alles mal verkaufen. Ui. Ich muss doch zurück, weil ich wollte am liebsten noch ein paar Snips holen. Und da hole ich noch die mit. Okay, da gehen wir so zurück. Ein paar Snips brauchen wir noch. Genau. Schlimm. Und mal gucken, was er für Fertilizer verkauft. Gut, wenn es natürlich ein bisschen Speed-Fertilizer hat. Der gute Pierre. Den nehmen wir natürlich gern. Jetzt schon wieder. Oh, was will denn der? Bitte? %50 ist er krank. Der ist doch blöd im Nischel. Nein, ich will keins. Ich bleib bei meinem Stammladen. Da gebe ich lieber ein paar Gold mehr aus und hab gute Qualität. Ja, ich weiß, ist so krank. Joja-Markt. Jetzt freust du dich, du Honk. Ich kauf kein Ticket von dir. Du hast mich enttäuscht. Verschwinde. Komm nie wieder. Kirsch. Ja, ich weiß. Ich nehme am besten Parsnip. Ach, ich wollte ja mal gucken. Fertilizer. Was hast du für Fertilizer? Ah, okay. Speed Grow. Okay, nee, ist nicht so wirklich was feins. Aber wir können uns einen Cherry Sapling holen. Ach du Heilige, ein Apfelset. Nein, ich nehme erstmal was Geldbringendes hier. 18, wir machen 27. Da haben wir auch noch ein bisschen Cola. Und könnten noch ein Apfelsetzling holen. Oder nö, wir gucken erstmal. 10.000! Not now, das ist ja wirklich jetzt. Aber ein Apfelsetzling ist gut, ja. Komm. Wir nehmen Apfel oder Orangen. Komm, wir nehmen Apfelsetzling. Da haben wir einen Apfelbaum und so weiter. Und bringen noch unsere Parsnips aus. Und dann mache ich auch schon für die Aufnahmesession Schluss, weil es das schon ein gutes Stückchen, was ich aufgenommen habe. Nicht, dass die Platte zu voll wird. Wir brauchen. Wir gucken, wo tun wir den Apfelbaum hin? Den tun wir hier hin. Ach, das sieht doch gut aus. Wir brauchen den Hoe und den Wasserkanner. Falsch. Kriegen. Ja, kriegen wir alle gut hin. Perfekt, jetzt noch wieder alle wässern. Das ist wieder energieaufreibend.
weiß nicht, ob wir auch den Apfelbaum gießen müssen. Ich werde es mal machen. Haben wir überhaupt Kronki schon was gegeben? Nicht, dass er uns dann da hängt wie ein Schluck Wasser. Muss ja nicht sein. Komm, komm. Sind die anderen sind noch gebessert. Ich habe mal gebessert. Lieber wir haben, als wir hätten. Okay, blub, blub, blub. Die Seeds kommen da oben rein. Da. Hier kommt wieder das zum Verticken rein. Clay behalte ich. Das ist ja noch bestimmt wichtig. Ich weiß zwar noch nicht wofür. Ja, Kronki, ich gebe dir ja schon Wasser. Komm, die passen jetzt noch weg. Ja, du hechelst wieder. Nö. Hier haben wir nichts. So. Fällen wir noch ein paar Bäume. Auf dass wir gut Holz kriegen. Und uns noch ein bisschen auspowern können. Den lassen wir stehen. Nicht, dass wir uns unsere Tree Tap versauen. Oh ja, wir haben wieder einen Setzling. Verdammt. Ah, noch ein bisschen von denen und das, jenes. Machen wir so, geht's besser. Kann man mit dem Schwert auch das nehmen? Jo, sieht gut aus. Machen wir hier noch ein bisschen. Ah. Ach, immer noch langsam hier ein bisschen. Ein Durchblick. Perfekt, geht voran. Tja, den Baum müssten wir eigentlich noch kriegen können. So, und dann legen wir uns auch schlafen, dann gucken wir, was das Geldbudget sagt. Das ist der Apfelbaum. So, es geht auch voran hier. Und ein bisschen ausmüllen. So, da haben wir ein paar Steine, Fiber. Setzlinge kommen da drüben rein und Kohle müsste ich da hinten rein, aber mache ich jetzt nicht. Setzlinge. Ha, jetzt gehen wir schnell schlafen und gucken, was das Geldbudget sagt. Ja, bitte. Ach, tun Dad. Cool. Nochmal kurz illern. Gut, in der nächsten Folge haben wir einen kleinen guten Start. Und einen Brief. Und dann sage ich mal an der Stelle hier, danke fürs Zuschauen, hat es euch gefallen. Kommentiert, liken, abonnieren in dem Sinne. Macht's gut.